Michael, ich habe mal eine Frage. Bitte. Kannst du mir erklären, wie aus dem 1-Propanol und geeigneten Oxidationsmitteln der in der Riechstoffindustrie eingesetzte Propansäure-Propylester hergestellt werden kann? Und wie viel Gramm dieses Esters aus 120 Gramm 1-Propanol und geeigneten Oxidationsmitteln unter der Annahme einer vollständigen Umwandlung maximal hergestellt werden können? Ha. Ich müsste nämlich auch noch wissen, ob die Punkte A und B zusammen mit dem Ursprung auf einer Geraden liegen, wenn M der Mittelpunkt der Strecke AB und K der Mittelpunkt der Strecke AM ist. Und das müsstest du auch wissen, wenn du dieses Jahr Abitur machst, denn das waren Beispielfragen aus dem diesjährigen Zentralabitur. Falls es dir genauso geht wie Michael und mir und du gerade nur Bahnhof verstanden hast, dann bist du bei unserer Veranstaltung Campus Zentral Abi richtig aufgehoben. Vom 24. bis 26. Februar hast du hier die Chance, dich in kleinen Lehrgruppen intensiv auf das Zentralabitur vorzubereiten. Angeboten werden die Fächer Biochemie, Mathe und Physik. Und ihr habt die Chance, schon im Vorfeld mit erfahrenen Hochschuldozenten, die euch während der Tage hier betreuen werden, die Themen abzusprechen, die euch am meisten Bauchschmerzen bereiten. Weitere Infos kriegt ihr auf www.lwh.de und dort könnt ihr euch auch direkt anmelden. Bis dahin schon mal viel Erfolg beim Lernen und ich würde mich freuen, euch im Februar hier zu sehen.